Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Synchro mega geil finde? Aber auch nur von den Hauptcharakteren. Irgendwie so diese Nebendarsteller, also ich meine jetzt von Nebendarstellern diese Passanten zum Beispiel, Kinder und Erwachsene, da habe ich das Gefühl, da haben sie irgendwelche Leute genommen. Aber der Hauptcast, Biggs, Vetch, Jesse, Cloud Tifa und so weiter, besonders Barrett. Top! Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Wie Zaubertrank gesagt, rein. die Passanten, die sind. Sesam, öffne dich. Ist das der Zaubertrick? Simsalabim! Na, okay, daneben Simsalabim. Haha, sind wir hier auf der Platte. Vorhin waren wir nämlich da unten. Das sind die Orte, die wir schon mal auf jeden Fall erkundet haben. Irgendwann wird die ganze Karte voll mit den Namen stehen. Ah, darauf freue ich mich schon. Wo geht das hier lang? Dass du uns verloren gehst. Ich wollte doch nur gucken. Kann man hier auch so durch die Gegend fahren? Das wäre cool, wenn man öfters Motorrad fahren kann. Aber ich glaube, das wird auch der Fall sein. Das war nicht eine einmalige Sache hier. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Bis. Jetzt erfahren wir ein bisschen was über Jesse. Aber das ist ja auch das, was dieses Spiel jetzt so besonders macht. Im Original hat man halt in dem Teil, wo man Midgar war, als Kollegen kennengelernt. Aber nie wirklich was über sie erfahren. Will mich hier umgucken. Ja. Wo geht das denn hier lang? Die lassen mich bestimmt da nicht lang gehen. Aber ist mir jetzt scheißegal. Keine Zeit zu verlieren. Ach Mann. Aus Versehen, wow. Oh, der arme Dark. Lass den armen Dark am Leben. Ah, dieses Spiel, das ist. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, das kann sogar das Original übertrumpfen. Aber auch nur, weil es einfach. Komm, gehe ich zu denen, bevor hier, keine Ahnung. Was ist denn da los? Plakat. Now recruiting. Join the fight. Keep Midgar safe. Werdet von Cloud getötet. Was? The Dark holt sich das doch alles noch. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessys Mutter macht uns immer was zu essen. Der Dark, der tut mir sogar richtig leid. Der will ja auch noch Code Vein haben. Und es wird einfach finanziell für ihn zu viel. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Erst nach Corona ist schon. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Warum soll ich hier warten? Was soll das?
Bin ich es nicht wert, deiner Familie vorgestellt zu werden? Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Ah. Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf... Ja, wenn man Pech hat, kann es schon lange dauern. Das ist das Problem. Aber irgendwann wird die Kontaktsperre auch beendet, denke ich mal. Na dann. Dass Corona halt nicht mehr ganz so schlimm ist. Dass es irgendwas gibt, was Corona lindert oder so, keine Ahnung. Aber wir sollten jetzt nicht mehr so wirklich darüber reden. Lenken wir uns ab mit Final Fantasy VII. Da können wir uns einen ganzen Monat lang mit beschäftigen. Na gut, vielleicht nicht ganz. Schön wäre es. Kommst du in einen Flur? Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Ob ich das dürfte? Also. Echt leid, dass wir so spät stören. Ach was, das ist doch dein Zuhause. Aber erzähl, wie laufen die Proben? Ach, geht's so. Wenn Jesse sich einmal was in den Kopf gesetzt hat, sie kann von Glück reden, dass du dich um sie kümmerst, Bix. Als wäre der eine große Hilfe. Hey! Männern muss man das Ego streicheln. Ich muss doch bitten. Also diese Midgar-Spezial, das ist echt die beste Pizza der Welt. Ach, Midgar-Spezial ist eine Pizza. Für den Fall, dass ihr vorbeischaut. Oh, wissen Sie, ich wünschte, sie wäre meine Mutter. Dann gibt's jeden Tag Pizza, was? Ich wollte ein bisschen dem Gespräch lauschen. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Oh. Und ihr Vater? Das siehst du schon selbst. Oh. Du musst ja, alle kriegen Pizza, nur er nicht. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bring das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Fehlanzeige. Was haben wir denn hier? Ein Brief? Komm. Na, was denn jetzt? Oh liebe, nein. Liebe Mama, geht es euch gut? Kleinen Moment. Und wir lesen jetzt den Brief. Oder eher gesagt, Jesse liest den Brief uns vor. Tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Danke. Ich habe im Gold Source eine Rolle bekommen. Im Gold Source? Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Oh, wie gern würde ich hier auch ich Gold Saucer sehen. Ich Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht haben. Was hast du noch geklippt? Jesse. Was? Was hast du geklippt, Klaus? Ich hoffe, dass mein Internet heute nicht ganz so viel streikt. Das ist bestimmt, also er ist bestimmt der Grund, warum sie das tut. Mein Vater war
Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Ach so, ja. Nichts für ungut. Mitarbeiterausweis des Shinra-Konzerns. Kann ich aus dem Fenster klettern? Hinterher treffe ich noch auf jemanden. Es war eine Katze, miau, miau. Das wäre erledigt. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geklaut nämlich zur Hand. Bitte was? Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast's erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich hab schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Auf geht's, Charlie Sheen. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Das werde ich bei Liz auch sowas von... Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ich werde den immer Charlie Sheen nennen. Er sieht einfach so aus. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung, ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung.
Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Makrolache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jesse angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen und hat sich Avalanche angeschlossen. Jesse glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Oh. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Ja. Verstehe. Aber was ich schon die ganze Zeit machen wollte... Ich hoffe, jetzt ist es nicht mehr so, weil ich habe ja keine Untertitel drin. Und wenn die dann reden und die Musik das Gesprochen übertönt, versteht man kein Wort. Man kann es auch nicht mehr lesen oder so. Fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jesse bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ah! Der Komplex, von dem Jesse gesprochen hat. Lass ich mich erstmal hier ein bisschen umschauen. Ich war nämlich noch nicht in den Straßen hier. Darf ich da überhaupt noch hin? Wenn nicht, aber ich darf mich ja sowieso irgendwann mal freier bewegen wieder. Was ist das eigentlich? Das war das ganze Spiel. Nee, nicht Spielplatz. Parkplatz oder was das war. Ne? Nee, hier sind auch Gebäude. Nee, das ist. Noch ein weiter gewesen. Ich will mich einfach nur umgucken. Genau, das war der Sportplatz. Da gab's nicht so, oder? Ich will mich umgucken. Bauklötze? Ich liebe die Details in diesem Spiel. Das ist schon geil. Ja, auf den oberen Plattformen haben es richtig gut. Die Plattform hat man nie zu Gesicht bekommen im Original. Muss ich nochmal anmerken. Also da. Jessys Haus. Und was ist das? Hier sagt, will mich umgucken. Könnte ja sein, dass irgendwo eine Materie liegt. Was ich? Falsche Richtung. Was? Ich darf da nicht ran lang. Ich durfte wahrscheinlich da noch generell nicht lang. Na gut. Dann gehe ich eben weiter.
Bist du verrückt? Jetzt müssen wir warten, bis Jesse uns das Zeichen gibt. Es ist so ruhig hier. Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Uns wohl jemand zuvor gekommen. Das war aber nicht Jesse, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Okay. Jetzt wird's interessant. Niemand zu sehen. Äußerst seltsam. Da. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jesse wird sich irgendwo von hinten an sie ranschleichen. Sieh mal einer. Es lohnt sich immer, ein paar Orte abzuchecken. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass es gar nicht mal so lange dauert, bis der nächste Teil kommt. Aber, na gut, Square Enix, die sind nicht so wie Capcom, die innerhalb eines Jahres einen neuen Teil raushauen. Vielleicht dauert es auch 2 Jahre. Warte mal aus. Training? Okay. Nichts leichter als das. Also frei. Stark resistent gegen Wind, wirksam ist Blitz. Ich habe aber gerade keinen Blitz dabei. Ich werde es bereuen. Aber scheiß drauf. Ich will mehr Materie einsetzen. Ich will nämlich diese andere Materie hier. Nicht Luft, sondern... Autometer? Nee. Ausweichrundumschlag. Schon cool. Heilen, Glut. Glut ist fast schon nächste Stufe. Auch heilen. Ah, wir haben Luft, aber ich will Blitz. Ich habe mal ein bisschen trainiert. Können wir? Wir müssen warten. Können ja noch mal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Manchmal werden in Verkaufsautomaten Gegenstände in begrenzter Stückzahl zu Sonderpreisen angeboten. Eine gute Gelegenheit, deine Reserven auszustocken. Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Das habe ich schon. Ich habe vor Aufregung richtig Magenschmerzen. Oh, ich kann hier sogar...
Eisenhai. So, habe ich ja eh. Accessoire. Noch Materie. Ach komm, kaufe ich mir noch mal ein Gewitter. Schaden kann es ja nicht, ne? Und das? So, Gegenstände gibt es zu Sonderpreisen. Dann nehme ich mal. Feuer ist gut vor, kurz vor Feuer. Egal, ich wollte Gewitter haben und ich nehme jetzt Gewitter. Aber Feuer ist auch nicht schlecht. Die meisten Gegner hier sind nämlich Feuer anfällig, ne? Ja, komm. Aber...